Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar der Fire TV Cube. Also der neue, 2022. Mit einem besseren Lautsprecher und einem richtigen USB-Kabel-Anschluss hinten, einem richtigen LAN-Anschluss, einem HDMI ein- und Ausgang, wo man halt Skybox oder also Sky Receiver oder Spielekonsole, also Xbox, PlayStation anschließen kann. Verbesserter 4K-Grafik, also Upscaling und hochrennen, also runterrendern, hochrendern, das soll alles besser funktionieren. Wi-Fi 6, Menü soll schneller sein. Der soll 25% schneller als der Fire TV Stick. Fire TV Stick 4K Max sein, was ja der schnellste 4K-Stick ist und fast so schnell wie ein Fire TV Cube. Also kommt der halt natürlich noch ran. Was? Der hängt nicht hier. Ja, und da bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht und dann geht's weiter. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Wir haben halt hier den Fire TV Cube. Hier sieht man schon, dass Stoff außenrum ist. So sieht da eigentlich die Verpackung, habe ich jetzt so auch in Erinnerung, auch mit den Apps und so, was es da schon gab. Ja, ARD, Join und RTL, neue RTL Plus Logo. Das Mollo-Dings, keine Ahnung, was das sein soll. Salto kenne ich auch nicht. M Plus. Ja, da sind halt auch noch bestimmt Sachen aus anderen europäischen Ländern mit bei. Na egal. So, wir machen jetzt, gucken erstmal, wo wir den aufkriegen am besten. Ah, hier unten. Muss mal kurz so machen, damit man die Seriennummer und so nicht sieht. Und dann können wir das einmal so aufklappen. Es sah mal schöner aus. Wo die Kartons auch noch schwarz waren. Und hier war halt Folie drum. Jetzt ist mit Papier und so wegen Umweltschutz und dem ganzen Scheiß, aber. Kann man den nicht trotzdem schwarz machen, irgendwie ein bisschen schöner oder so? Das Auge ist doch auch mit. Ist immer noch Plaste, aber naja. Ja, es ist eine neue Fernbedienung mit bei. Der neue Cube hat auch eine neue Fernbedienung, aber es ist nicht die ganz neue, nicht die Pro. Die Pro-Fernbedienung kommt erst noch raus. Die kommt nächsten Monat raus. Da bin ich am Überlegen. Das hängt jetzt davon ab, was noch verkauft wird. Ehrlich gesagt. Weil mein Auto kommt jetzt in eine Werkstatt. Oder war jetzt in eine Werkstatt wegen Winterreifen und wurde auch durchgecheckt. Und da ist einiges zu machen jetzt noch. Also normalen Verschleißteile. Aber es läppert sich halt zusammen. Ist ja auch nicht mehr das Jüngste. Und deswegen. Kommt drauf an, was ich jetzt noch verkaufen kann. Also verkaufe in der nächsten Zeit. Weil ein Kumpel sich angemeldet hat, der wollte den Staubsauger kaufen. Warte mal, Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Das war meine Mutter. So, hier sehen wir schon. Hat sich ein bisschen was getan auf der neuen Fernbedienung. Mal gucken, wie sie jetzt aufgeht. Auch wieder ganz normal. Ja, auch wieder ganz normal aufziehen. Das da rein. Und das da rein. Ah, ne, ist falsch rum. So rum. Zack. Und zu. Vielleicht kommt da ja auch mal irgendwie mit so wie bei Samsung, mit Akkus, die schon eingebaut sind und dann halt zum Solaraufladen. Aber das obere ist eigentlich gleich geblieben. Außer hier oben war bei mir Mute, glaube ich. Die Lautstärke, die war hier in der Mitte.
Die habe ich auch gehabt. Sind doch die gleichen. Die ist neu. Die ist neu. Die Programm wählen ist neu. Und ich glaube, die Fernsehtaste ist auch neu. Weil Mute war, glaube ich, hier oben. Ja, doch, Mute war hier oben. Das war hier drinne. Und dann habe ich ja die Seite nicht gehabt und das war auch nicht. Und bei der neuen Fernbedienung, also bei der Pro, da haben wir dann auch hier irgendwie so einen Klinkeanschluss. Oder eine Seite, ich weiß es nicht. Es ist da irgendwie ein Klinkeanschluss, die ist beleuchtet. Und dann kannst du hier ein Headset anschließen. Ein Kabel-Headset. Und da hast du dann halt hier auch nochmal einen Mute-Knopf für Headset. Aber die sind, also die ist auf jeden Fall ein Stück größer. Die ist ein Stück länger geworden, die Fernbedienung. Ein Stück länger. So, dann gucken wir uns an, was hier noch mit bei ist, bei den Kabeln. Hier haben wir immer Hefte mit bei. Das Ding haben wir. Hier ist nichts. Ach, alles so Öko-Zeug sieht das aus. Also, das sah mal schöner aus, muss ich sagen. War mal schöner verpackt. So, dann haben wir hier. Ja, das ist halt wegen dem Klavierlack. Sollte mal abgehen. Sie geht auch nicht ab. Oh Gott, sie fix und tut mich so nicht. So. Sie ist doch kein Plastik, ist auch nur so eine Papier. Naja. Naja. Das war auch mal früher Klavierlack oben. Jetzt ist nur noch eine Seite. Guck mal, wie haben wir den Stecker diesmal? War ja mal USB, dann sind sie ja zu dem eigenen Stecker gegangen. Ja, ist wieder so ein eigener Stecker. So ein runder, aber rein optisch und gefühlt würde ich sagen, der ist jetzt ein Stück schmaler geworden. Also ist jetzt mein Gefühl. Also das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Das werden wir sehen, wenn wir anschließen. Dann haben wir hier. Hallo. Und hier sind dann halt die ganzen Anschlüsse und alle drum und dran. Aber ich würde sagen, das ist vollkommen egal, weil wir werden das ja sowieso zusammen anschließen. Und das ist ja auch kein Hexenwerk. Also das ist. Da brauchen wir keine Fernbedienung, das ist eigentlich selbsterklärend. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so Butterbrotpapier. Damals zu DDR-Zeiten. Also oben ist okay, unten ist ein Schrank, ist auch okay. Also wo wir hinstellen, ist okay. Also ich muss sagen, was Amazon da sagt, hier mit 30 cm wegstellen und so, von der Soundbar oder so, habe ich bei mir auch nicht. Ich hatte nie Probleme. Oh, der sieht aber, oh, der sieht wirklich schön aus. Also jetzt, oh ja. Also muss ich sagen, jetzt alleine nur durch nur dass der jetzt Stoff hat hier vorne und nicht schwarz viereckig einfach ist, sieht schon geiler aus. Ist jetzt, oh, das sieht so aus, als wenn die LED jetzt auch komplett rum ist, oder irre ich mich da? Nee, das könnte mich irren. Dass sie das einfach nur das Weiße ringsherum gemacht haben. Das werden wir gleich sehen. Oh, hier einmal groß fett Gummi drunter, damit er nicht rutscht. So, die Tasten plus minus, also für laut leise. Klar, Standard hatten wir vorher auch schon. Hier hatten wir auch schon. Der soll auch bessere Mikrofone eingebaut haben. Habe ich gehört oder gelesen. Und jetzt kommt es. Tada! Endlich! Endlich hat Amazon gehört und hat erstmal mehr Power reingepackt und mehr Anschlüsse gemacht. Die haben sie ja mal wegrationalisiert. Wenn der sich gut verkauft, was ich hoffe, und Amazon sieht, es lohnt sich, die mit ein bisschen mehr Technik auszustatten, die werden trotzdem gekauft. Vielleicht behält Amazon das bei und macht nächstes Mal noch ein USB mehr oder was weiß ich mit dran. Oder mehr internen Speicher. Diese 16 GB sind echt knapp.
Ich würde mir, warum? Ey, selbst die Standard-Autoradios haben mittlerweile 8 GB RAM und 32 GB internen Speicher. Und die älteren 4 GB. Warum macht man nicht einfach mal 32 GB internen Speicher? Das frisst doch auch nicht mehr so viel. Kostet doch auch kein Brot mehr. Die kleinen Dinger sind doch schmal geworden. Ah, hier haben wir noch IR. Wir haben so ja noch einen Anschluss für den IR-Extender. Also IR-Extender für die ist, dass man Geräte, wo die Funkfernbedienung dafür da ist, dass man die laut leise, was weiß ich, Sender wählen kann, was halt nicht unterstützt wird, dass die Signale über HDMI weitergeleitet werden, bei den älteren Geräten halt, kann man dann halt diesen IR-Extender nehmen und kann das trotzdem dann mit Fire TV stellen, also laut, leise, Sender umschalten und so alles. Das ist ganz cool. Das muss ich zum Beispiel bei meinem Grundig-Fernseher im Schlafzimmer, bei dem alten, machen. Jetzt habe ich ja da den Samsung drin. Ah, endlich ein vollwertiger USB. Den kann man, da kannst du, der unterstützt NTSC und FAT32. Da kann man eine Festplatte anschließen. Ich denke mal, wir können es als erweiterten Speicher benutzen. Aber was wichtig ist, ihr könnt eine Festplatte anschließen. Und da die auf die Filme, Videos und Filme sind ja Videos, Entschuldigung. Und Fotos und so was weiß ich, Audiodateien zugreifen, die ihr gesichert habt von eurem Smartphone zum Beispiel. Ja, von der letzten Urlaubsreise und so. Und dann kann man halt so einen Filmeabend machen, kann man gucken, quatschen, Heimatabend hier, Heimaturlaub gewesen, was weiß ich, wir waren im Schwarzwald oder keine Ahnung, oder im Museum. Und dann guckt man sich die Bilder alle nochmal an und lässt so ein bisschen Revue passieren. Oder zeigt sie ja Verwandtschaft oder so. Das ist sehr geil. Was man testen muss, das werde ich auch auf jeden Fall testen, wenn ich einen Verteiler anschließe. Weil wir können hier auch eine vollwertige Kamera anschließen. Und dann können wir mit dem Fire TV Cube nicht nur Drop-in zu anderen Fire TV-Geräten machen, sondern auch so Smartphone und sowas, klar. Aber wir können halt auch damit dann, wenn wir eine Kamera dran haben, Videotelefonie machen. Und da würde mich dann interessieren, wenn ich da einen Verteiler anschließe. Gott sei Dank habe ich ja vor kurzem welche bekommen, wo ich Videos gemacht habe. Gute. Da kann man das gleich gut testen, wenn ich da einfach einen Verteiler anschließe, eine Kamera anschließe. Die C922 sollte funktionieren. Ich werde das natürlich erstmal einzeln versuchen und ob man den Speicher einzeln erweitern kann. Und dann werde ich einfach das mal ranballern. Einen Verteiler ran, die Kamera an den Verteiler und ein USB für Speichererweiterung oder so, dass man den internen Speicher ein bisschen aufmotzen kann. Und dann hat man immer noch einen dritten Speicher frei, also ein USB 3, wo man dann halt zum Beispiel Festplatte anschließen könnte für Familienbilder und sowas alles. Da bin ich mal sehr gespannt. So, aber nichtsdestotrotz, das war's. Also mehr ist hier wirklich nicht mit bei. Also der hat zwar noch diesen IR-Anschluss, aber der ist nicht mehr mit bei. Die kann man separat kaufen. Ich habe ja noch, also könnte ich meinen alten benutzen. Die Fernbedienung ist was größer geworden. Ich bin mal sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Wir werden ihn jetzt gleich erstmal anbauen und gucken, wie er sich schlägt beim Einbau. So, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.